Hallo Freunde, ich habe nichts mit dem Ersteller dieses Kanals hier zu tun, doch der kleine jüdische Junge, der gleich folgen wird, hat mich darum gebeten, euch darauf hinzuweisen, sein Video unbedingt bis zum Ende anzuschauen, sonst endet ihr noch wie ich und werdet in der Stadt angespuckt. Kurzer Disclaimer hier nochmal am Anfang. Wichtig zu erwähnen ist, das hier wird kein Video nach dem Motto so und so viel muss dein Outfit wert sein oder das musst du beachten, dass du in diesem Jahr voll nach dem Trend gehst. Das ist mir alles völlig egal. Mir ist wichtig zu erwähnen, dass ein Outfit dann gut ist, wenn es für deinen persönlichen Typ passt und wenn man sich natürlich so grundsätzlich eben darauf achtet, dass das Ganze so farblich zusammenpasst, dass das Ganze einen Sinn ergibt, dann ist, finde ich, ein Outfit gut. Da spielt es überhaupt gar keine Rolle, ob das jetzt irgendwie Tausende von Euros kostet oder nicht oder ja, wie von welcher Marke das jetzt ist, von welchem Jahr das jetzt ist. Es muss zu deinem persönlichen Typen passen, du musst dich darin wohlfühlen und es sollte halt farblich so ein bisschen mehr zusammenpassen. Und hin und wieder gibt es einfach so ein paar Kombinationen oder Stilkombinationen, die sich so ein bisschen überschneiden, wo es dann doch sein kann, dass man dann im ein oder anderen ja Laden oder Ort ein bisschen schief angeguckt wird. Und damit dir das nicht passiert, möchte ich da heute einfach mal ein paar Fails vorstellen. Ich hoffe, es unterhält dich. Schnacken ja auch gar nicht lang rum, sondern fangen auch direkt an mit dem Kollegen, den ich am Anfang gezeigt hatte. Wie jetzt zum Beispiel ein schick zugeknöpftes Hemd, jetzt in schwarz oder eben noch ja schicker in weiß und dann irgendwie mit so einer ja lapprigen Jogginghose, die man eher zu Hause trägt, solche ja Stilüberschneidungen. Das würde ich auf jeden Fall sagen, ist sowas Generelles, was jeder vermeiden sollte. Und das ist so auch so etwas, wo ich sage, das hat dann nichts mehr mit eigenem Stil zu tun. Und das ist dann schon etwas, ja, wo ich empfehlen würde, das lieber zu lassen, wenn man jetzt irgendwie auf ja gehobene Veranstaltungen geht. Oder wenn man jetzt eben auch generell rausgeht und es nicht möchte, dass man irgendwie schief angeguckt wird. Noch schlimmer ist natürlich, wenn man das jetzt eben noch verstärkt. Also du siehst es, glaube ich, ist jetzt natürlich übertrieben, aber es gibt auf jeden Fall Überschneidungen von Stilen, wo man generell sagen kann, das ist kein eigener Stil, das ist einfach nur unpassend. Das würde ich niemandem empfehlen. Gerade wenn man vielleicht irgendwie in einen Club oder so reinkommen möchte oder wenn man irgendwo zum Essen geht und halt nicht irgendwie vom Kellner angespuckt werden möchte, würde ich sowas auf jeden Fall nicht empfehlen. Natürlich eine starke Übertreibung, aber ich glaube, du weißt, was ich damit sagen will. Es gibt generelle Stilüberschneidungen, die nicht zusammenpassen. Und das hat, wie ich es jetzt oft erwähnt habe, nichts mehr irgendwie mit einem eigenen Stil und es ist doch meine Persönlichkeit zu tun. Nein, es passt einfach nicht und sowas gibt es und das sollte man vermeiden. Und das ist das, was ich dir damit eben auch sagen möchte, auch wenn ich natürlich immer der Meinung bin, jetzt Moment mal, ich muss mir erstmal umziehen, finde deinen eigenen Stil, aber kenn so auf jeden Fall so ein bisschen die Grenzen, wenn sich eben so verschiedene Stile überschneiden und auch wenn du dich so ein bisschen ausprobieren möchtest. Es gibt einfach Sachen, die sollte man nicht zusammentragen, weil man eben einfach schief angeschaut wird. Ich habe es ja schon oft erwähnt, wenn man jetzt irgendwie einfach mal eine schickere Hose oder halt so eine stilische Anzugshose tragen möchte, ist es immer ganz cool, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie einfach so schlichte weiße, auch wenn die jetzt dreckig sind, schlichte weiße Sneaker dazu tragen kann. Es ist eben so ein, ja, Stil, ja, Überschnitt, der auf jeden Fall gut aussieht. So ein bisschen dieses Lockere von so, ja, schlichten, weichen, flachen Sneakern und dann halt eben so eine Anzugshose. Ist jetzt egal, ob die so gemustert ist oder ob es einfach eine normale Anzugshose ist. Wo dann aber wieder die Grenze ist, wenn es dann eben zu sportlich wird. Also jetzt zum Beispiel solche sportlichen Laufschuhe, die ja wirklich bequem sind, die ich auch super finde, würde ich jetzt aber halt nicht zu so einer Anzugshose oder gar zu so einer ganz schlichten Anzugshose eben tragen. Und ist jetzt egal, welche Farbe. Ich glaube, jedem ist klar, dass es dann zu blau oder so noch schlechter passt. Das ist eben auch wieder so eine Stilüberschneidung, die eben einfach nicht klar geht, die eben einfach zu viel ist, wo ich auch immer sagen würde, nee, probier das nicht. Da wirst du auch wieder schief angeschaut. Das ist in etwa so, als würde ich jetzt einen Sakko zu so einem Fußballtrikot tragen. Sorry an der Stelle, ich wollte halt mal ein Team haben, das auch mal was gewinnt. Aber ihr seht es schon, ne? Solche sportlichen und so etwas elegantere Stile sollte man nicht so ja extremst kreuzen. Passt einfach nicht zusammen. Jetzt an der Stelle wollte ich eben einfach nochmal erwähnen, es gibt ja oft, und das ist ja auch ganz gut, so diesen Stil mit einem Sakko und einfach einem schlichten weißen Shirt oder einem schlichten T-Shirt, wo ich eben immer so die Grenze ziehe. Klar, das ist jetzt übertrieben, ist ein Fußballtrikot, aber was ich auch immer nicht empfehlen würde, wo ich immer aufpassen würde, sind so ganz stark bedruckte T-Shirts. Wenn du jetzt irgendwie so ein
starkfarbiges Shirt hast, wo dann irgendwie so ein lustiger Spruch draufsteht oder was wirklich irgendwie so ein Comic drauf hat oder sonst einen starken Druck drauf hat, musst du halt immer aufpassen, ob du darüber einen Sakko anziehst, ob das denn wirklich so zusammenpasst. Dasselbe gilt dann eben auch mit einer Anzugshose. Ich würde es allgemein nicht empfehlen, dass man ein stark bedrucktes T-Shirt allgemein unter einen Sakko trägt oder in Kombination mit einer Anzugshose trägt. Ich bin immer der Fan davon, dass man eben eher einfach ein schlichtes weißes Shirt trägt oder ein schlichtes schwarzes Shirt jetzt zum Beispiel in dem Fall trägt. Das ist immer eher so eine Stilüberschneidung, die cool ist, weil es eben nicht zu extrem ist, aber es ist halt immer so der bisschen lässigere Stil vom T-Shirt mit dem Stil von einem Sakko und dem eleganten Stil von einem Sakko. Das sieht super aus, das wirkt dann wirklich ja interessant, aber es wird halt zu extrem, wenn man es dann eben übertreibt. Habe ich ja eben oft in Videos so erwähnt, dass so eine Stilüberschneidung, wenn es nicht zu extrem ist, also so etwas Jüngeres oder halt Sportlicheres, wie zum Beispiel einfach ein schlichtes T-Shirt und ein Sakko gut aussehen kann, interessant aussehen kann. Das sieht jung aus, das sieht frisch aus, das kann jeder tragen. Oder eben, wie ich es gerade vorhin gezeigt habe, schlichte, weiße, flache Sneaker, die eben nicht zu sportlich sind oder nicht so hoch wie so zum Beispiel so übertriebene Air Max. Das sieht auch nicht gut aus mit einer Anzugshose, sondern einfach schlichte weiße Sneaker oder ein schlichtes weißes T-Shirt unter einem Sakko in Kombination mit einer Anzugshose. Das ist ein cooles Outfit, weil es einfach so dieses Junge mit dem eleganten Mix, das macht es interessant, aber es sollte, wie oft erwähnt, nicht zu extrem sein. Zugegebenermaßen nicht ganz so extrem, aber auch etwas, was ich niemals empfehlen würde, wäre es, wenn man sich einen Sakko anzieht und dazu nicht die passende Anzugshose anzieht. Das ist zum Beispiel so ein Thema und das habe ich auch oft gesehen, wenn man sich jetzt sagt, boah, die Anzugshose passt nicht mehr oder die Sakko passt nicht mehr, ich will es aber gerne anziehen, ach komm, ich hole mir jetzt einfach irgendwie schnell eine andere Anzugshose, die doch passt und die ja wird farblich schon so in etwa passen, kann ich niemals empfehlen. Man wird es immer sofort eben ja sehen, wenn man jetzt zum Beispiel eine verschiedene Anzugshose zu einem Sakko trägt, was nicht zusammenpasst. Gerade wenn jetzt hier auch so eine Musterung dabei ist, aber es gilt auch vor allem für so schlichte Farben, wie zum Beispiel, wenn der Anzug jetzt irgendwie so marineblau ist und man nimmt dann eben eine dunkelblauere Anzugshose. Das ist so etwas, was ich nie empfehlen würde. Oft ist es hier heute im Video schon vorgekommen, die Kombination aus ein bisschen jünger oder sportlicher und elegant kann super sein. Und wenn du mal das Problem hast, die Anzugshose passt nicht mehr, der Hintern ist irgendwie dann doch ein bisschen gewachsen, ich habe zum Beispiel Sport gemacht oder das eine oder andere hat dann doch etwas besser geschmeckt, die Hose passt nicht mehr, dann kannst du so ein schlichtes Sakko auch super mit einer schlichten Jeans tragen, kombinieren. Das ist etwas, was man immer machen kann. Ist immer besser, als wenn man eben eine Anzugshose dazu trägt, die nicht passt. Das ist wirklich so eine Todsünde. Das würde ich niemals machen. Wirklich, das ist so etwas, wo ich auch auf jeden Fall sagen würde, das ist kein eigener Stil oder eine eigene Kreation. Es ist einfach etwas, was nicht zusammenpasst und wofür du auch komisch angeschaut werden wirst. Wir hatten jetzt lange nicht mehr so ein Fashion-Video. Wenn euch das gefällt, lasst mir gerne ein Abo auf dem Kanal da. Wenn ihr da noch mehr sehen wollt, lasst gerne eine Bewertung da. Es wird auf jeden Fall nicht der einzige Teil sein. Du siehst es ja schon im Titel, da wird es noch mehrere Teile geben. Ich hoffe auf jeden Fall, dir hat es heute bei uns gefallen. Bleib hier, wie gesagt, gerne auf dem Kanal mit einem Abo am Start. Hier sieht es jetzt hier aus wie Sau. Ich habe das hier alles irgendwo hingeschmissen, aber das räume ich jetzt gleich auf. Da werde ich viel Freude dran haben. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine schöne restliche Woche und dann ein schönes Wochenende. Schreib mir gerne so deine Fashion-Fails in die Kommentare, was du auf keinen Fall machen würdest. Bleib gesund in dieser Zeit. Wir sehen uns nächstes Mal hoffentlich wieder und ciao.